Ja, am heutigen Abend wollen wir hier in die ehemalige Heeresbäckerei Max-Liebermann-Straße im Leipziger Norden gerufen. Der Feuerwehr wurde ein Dachstuhlbrand hier gemeldet, deswegen rückte ein Löschzug und eine weitere Drehleiter aus. Beim Eintreffen der ersten Kräfte bestätigte sich die Lage. Sie fanden einen Dachstuhl 50 x 20 Meter im Vollbrand vor. Es wurden daraufhin weitere Kräfte nachalarmiert. Nach dem Aufbau der Wasserversorgung wurde dann ein kombinierter Außen- und Innenangriff durchgeführt über zwei Drehleitern und parallel dazu über mehrere handgeführte Rohre. Wir sind jetzt dabei, die Kräfte auszulösen und noch quasi weitere Kräfte heranzuführen, um den Einsatz hier zum Abschluss zu bringen. Zur Brandursache kann zurzeit noch keine Aussage getroffen werden. Die polizeilichen Ermittlungen wurden aufgenommen. Okay.